Heute basteln wir gemeinsam Kokedama. Willkommen, mein Name ist Bachi und das hier ist ein Kokedama. Das kommt aus Japan und das heißt übersetzt Moosball. Das ist ein Ball aus Moos bzw. umwickelt mit Moos und einer Zimmerpflanze, zum Beispiel hier einen Geweihfarn. Den hier habe ich vor einigen Monaten gemacht und er schaut jetzt leider nicht mehr ganz so fresh und grün aus, wie er sein könnte. Ich habe es leider ein bisschen übersehen mit den Gießen, aber die Pflanze hat noch überlebt und das ist schon mal ein guter Punkt. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen angefangen, das Ganze ein bisschen besser zu pflegen und mich mehr darüber zu informieren. Und heute basteln wir noch mehr davon. Zuallererst brauchen wir eine Pflanze, aus der wir das Kokedama bauen wollen oder mit der wir das Kokedama bauen wollen. Ich habe jetzt hier zum einen eine Begonie Trägei heißt die, so was mit so Stämmen. Da muss ich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie gut die funktioniert, weil ich sie bis jetzt immer so in einem Gewächshaus hatte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Da werde ich das dann wieder reinstellen. Aber ich denke, das könnte ganz cool ausschauen, weil die so Bonsai-artig ist mit so Stämmen. Sonst habe ich dann noch eine Pilea, also auch eine Zimmerpflanze. Ich glaube, ich heiße auch manchmal UFO-Pflanze, weil die Blätter so aussehen wie kleine UFOs. Mit der funktioniert das auf jeden Fall auch gut, habe ich schon öfters gesehen. Und einen kleinen Farn. Dann braucht man noch Moos. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man so lebendiges Moos nimmt, beziehungsweise so Moosplatten, das noch grün ist. Das ist so Deko-Moos, was auch schon so perfekt ist, um ein Kokedama draus zu bauen, wenn man das schön damit umwickeln kann. Ich werde versuchen, euch alles in der Beschreibung zu verlinken. Also wenn ihr das nachbauen wollt, findet ihr alles in der Beschreibung. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute das komplett mit Sphagnum-Moos machen, dass sie die Wurzeln von den Pflanzen einfach nur mit dem Moos umwickeln. Das geht auch und dann kann man entweder darum noch anderes Moos machen oder das einfach so lassen. Ich habe jetzt hier Sphagnum-Moos, was nicht so komplett komprimiert ist. Das finde ich ein bisschen besser, weil es dann immer ein bisschen schöner ist, wenn man das dann mit Wasser aufbereitet, damit das feucht ist. Und eine andere Möglichkeit, und wie das auch klassisch gemacht wird, ist mit einer Erde bzw. mit einem Pflanzensubstrat. Oft wird da so spezielle Bonsai-Erde verwendet, die habe ich jetzt nicht da, aber es funktioniert auch mit normaler Erde. Also wichtig ist, dass das eine zum einen Wasser speichert und nicht so schnell austrocknet, aber nicht, dass das Ganze zu stark zusammengedrückt wird und zu fest wird, beziehungsweise doch ein bisschen Wasser und Luft durchkommt. Also ich habe hier einmal einen Behälter, wo ich die Erde anmischen kann. Dann habe ich hier Zimmerpflanzenerde bzw. so Kokosfasern. Da nehme ich mal ein bisschen was. Oder ein bisschen mehr sogar. Weil ich möchte ein relativ großes Kokedama machen. Und dann habe ich hier noch meinen Zimmerpflanzenmix. Der besteht zum einen aus Pinienrinde, Perlit und verschiedene andere Sachen. Der hat den großen Vorteil, dass man, wenn man ihn zusammendrückt, dass er ganz locker bleibt. Das ist gut für Zimmerpflanzen, aber für ein Kokedama wäre das alleine nicht so gut, weil dann der Ball einfach zerfallen würde. Deshalb kommt hier nur ein wenig da dazu, damit das dann trotzdem nicht zu verdichtet. Es gibt da bestimmt viele verschiedene Arten, also wie gesagt mit dem Moos und auch was für Erde man da benutzt. Wenn ihr das schon mal gemacht habt oder da ein bisschen mehr Ahnung habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr da benutzt oder was vielleicht besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Ich finde es immer gut, wenn man halt Sachen selbst ausprobiert, weil alles funktioniert immer ein bisschen unterschiedlich. Hier bei den einen hat es relativ gut funktioniert, also der Farn wächst noch seit einigen Monaten und da habe ich es so ähnlich wie jetzt gemacht. Ich glaube, das reicht schon, wie man sehen kann, es ist ein bisschen was dazwischen von dem Erdmix, was ich hier sonst benutze, aber auch nicht zu viel, damit das Ganze auch fest wird. Bevor ich mir jetzt aber die Hände komplett schmutzig mache mit Wasser und das Ganze verknete, bereite ich mal die Pflanzen vor. Das könnte man sogar fast vorher machen und zwar hole ich die aus den Töpfen raus und versuche, den Großteil der Erde zu entfernen. Wenn ich so Sachen wie das mache oder auch Terrarien oder andere Sachen, wo ich Zimmerpflanzen verwende, versuche ich dann immer die ganze Erde, was auf den Zimmerpflanzen drauf ist, zu entfernen. Ich habe mal gehört, dass es halt so ist, dass die Pflanzen in den Gewächshäusern, wo sie gezüchtet werden, mit der Erde, was hier dabei ist, gut zurechtkommen, weil die da schnell austrocknen, weil da viel Luftzirkulation ist. In der Wohnung kann es dann oft sein oder im Terrarium, dass da nicht so viel Luftzirkulation ist und dadurch dann Staunässe entsteht und das will man natürlich nicht. Deshalb versuche ich den größten zu entfernen, muss aber jetzt nicht perfekt sein für den Fall. Ich glaube, wenn man Sphagnum-Moos verwendet, ist es schon besser, wenn das meiste von der Erde weg ist. Haben wir hier noch die Begonie. Ich glaube, hier werde ich sogar nicht alles benutzen, sondern nur einen Teil. So, machen wir hier auch noch den größten runter. Hier sehe ich, ist schon eine gute Erde verwendet worden, also ein bisschen mehr mit Perlit und so. Also werde ich hier gar nicht zu viel Erde entfernen. Und ist auch ziemlich gut verwurzelt. Und ich weiß, dass Begonien eher eine andere Erde brauchen, also ein bisschen sandiger und lehmiger. Deshalb
werde ich dort den Größteil von der Erde benutzen oder dran lassen, der da drauf ist. So, jetzt kommt hier zu dem Erdmix noch ein bisschen Wasser dazu. Am Anfang nicht zu viel Wasser dazu geben, sondern erstmal ein bisschen wenig und dann durchmischen. Sonst wird das Ganze zu nass. Aber ein bisschen mehr geht auf jeden Fall noch. Ich habe ja relativ viel, weil ich ja mehrere Kokedamas machen will. Das Ganze soll ja dann eine Kugel werden und wenn man es zusammendrückt, soll es schon zusammenhalten. Also das ist noch ein bisschen zu locker oder zu trocken. So, jetzt lege ich mir gleich das Moos aus. Ich denke, ich brauche nicht das Ganze, aber ich lasse das mal komplett und fange mal an mit der Pilea. Also da möchte ich schon ein bisschen ein größeres Kokedama machen. Man muss es auch ein bisschen immer anpassen auf die Pflanze. Wenn man jetzt eine sehr kleine Pflanze benutzt, so wie ein Asplenium, darf man nicht so einen Riesenball machen, sonst bekommt er nicht so gut Wasser und dann funktioniert das nicht so gut. Man sollte das immer so ein bisschen auf die Pflanze angepasst machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gesehen, manche machen gleich einen Ball und dann machen sie das wieder auf und tun die Pflanze dazu. Bei mir hat das eigentlich relativ gut funktioniert, weil ich die Pflanze gleich in den Ball so mit einknete oder mit der Pflanze gleich so einen Ball mache. Noch ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich hier so einen Erdball und den umwickeln wir jetzt noch mit dem Moos. Das muss die Pflanze nach oben. Und dann schlagen wir das Moos einfach um den Erdball. Komplett drüber. Hier kann man ein bisschen was wegreißen. Mit seinem großen Stück geht das auf jeden Fall richtig gut. Man macht auf jeden Fall eine Sauerei. Und schon hat man einen Ball aus Moos. Das Ganze hält jetzt natürlich nicht so gut, das muss man jetzt noch mit einem Faden umwickeln. Dafür habe ich von Dora die Terraline. Das ist eine Aquarienschnur, die sich nicht so leicht zersetzt. Man kann auch irgendeine andere Schnur nehmen oder einen Draht. Und dann habe ich noch so ein Bobbin. Das ist dafür da, um das leichter aufzubinden. Weil man kann es einfach loslassen und die Spule liegt da nicht irgendwo am Boden und die Schnur ist überall verteilt. Da gehen wir jetzt überall drüber. Das muss schon eine gewisse Stärke auch haben, also ein bisschen fester, damit das Ganze auch hält. Wenn man mal die ersten Umwicklungen gemacht hat, ist es auf jeden Fall schon einfacher, wieder weiterzumachen, weil das Ganze jetzt nicht so leicht zerfällt. Man darf es auf jeden Fall nicht zu locker machen, weil sonst geht das dann wieder auf. Also da muss man ein bisschen schauen, dass man da gut umwickelt. Dadurch kriegt das auch gleich so eine schöne runde Form. Am besten nicht die Blätter mit einwickeln, sonst macht man die gleich kaputt. Das ist mir jetzt leider passiert bei einem, aber nicht so schlimm, solange es nicht zu viele sind. Dann das Ende verknoten, das geht auch mit dem Bobbin ganz gut. Und schon hat man sein fertiges Kokedama. Dann kommt auch gleich der Farn. Das geht sich, glaube ich, mit dem Rest von dem Moos ganz gut aus. So, am Anfang ein paar Mal locker wickeln. Das Ganze noch mal ein bisschen formen und fester wickeln. Und das zweite Kokedama ist fertig. Das ging jetzt ziemlich schnell, weil es klein ist. So, und jetzt noch die Begonie. Was finde ich immer ganz gut ist, ist, wenn es unten flacher ist und dann so ein bisschen dicker und weiter oben ein bisschen dünner wird. Dann kann man es zum einen besser hinstellen und das sieht auch, finde ich, ganz gut aus. Die ersten Wicklungen sind immer ein bisschen schwieriger. Aber dann geht's eigentlich. Ich denke, es ist auch ein bisschen Übung. Ich habe schon einige Wabikusa gemacht, das ist so ähnlich, nur mit Aquariumpflanzen. Da verlinke ich euch ein Video hier oben, wie man Wabikusa macht. Ist eigentlich so ähnlich, nur das sind Terrarien oder Zimmerpflanzen und Moos aus Überwasser wächst. Und beim Wabikusa ist es eigentlich so, dass es nur Aquariumpflanzen sind. So, und jetzt zum Schluss möchte ich noch eines mit Sphagnummoos probieren, also nur mit Sphagnummoos. Ich habe hier eine Monstera Adansoni, die ist schon mal auf Sphagnummoos gewachsen, das war so ein Cutting. Dann möchte ich das mal probieren, nur mit dem Moos.
mal schauen, wie das dann funktioniert. Zur Pflege, ich mache das immer so, dass ich das so circa einmal die Woche, alle zwei Wochen in ein Gefäß mit Wasser reinlege und dann saugt sich das mit Wasser voll, dann lasse ich es abtropfen und dann bleibt es wieder so lange, bis es leichter wird. Und da merkt man auch, dass das Ganze dann leichter geworden ist. Und daran kann man es auch so ein bisschen abschätzen, wie oft man das wässern muss. Also einfach den Ball heben. Wenn er schwerer ist, dann ist noch Wasser drinnen und ist noch feucht. Und wenn er leicht ist, dann muss man ihn wieder mal wässern. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Raum ist, je nachdem wie groß der Ball ist und was für Pflanzen da drinnen sind, kann das öfters oder nicht so oft sein. Also das ist immer schwierig zu sagen. Was man sonst noch machen kann, ist das Ganze regelmäßig zu besprühen. Das habe ich hier nicht gemacht. Dann bleibt das Moos dann auch grüner. So, mit dem Sparkmoos ist es auf jeden Fall schwieriger, den Anfang zu machen, also einen Ball draus zu machen. Binden wir mal ein bisschen was und nehmen dann aber noch Moos, weil ich möchte das schon ein bisschen größer haben. Beim Binden kann man auch so ein bisschen die Form bestimmen, also wie der in etwa dann liegen soll. Ich denke, so wäre das ganz gut. Kommt hier einfach noch ein bisschen Moos dazu. Und ein paar Äste drinnen, die kommen noch raus. So, da bin ich jetzt echt gespannt, wie das funktioniert. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Da bin ich mir relativ sicher, dass es gut funktionieren wird. So wie bei den einen schon. Jetzt noch zur Aufbewahrung oder Präsentation. Ich habe hier von IKEA so Betonuntersetzer. Ich glaube, die sind nicht komplett wasserfest, also würde ich hier kein Wasser einfüllen. Aber hier kann man die einfach draufstellen und das schaut ganz gut aus. Man kann auch einen großen Stein nehmen oder einen Teller oder irgendeinen Untersetzer. Am besten halt irgendwo draufstellen, was wasserresistent ist, damit die Fläche nicht angegriffen wird, weil das Ganze ist ja meistens feucht und kann manchmal ein bisschen tropfen. Und wenn man es besprüht, möchte man sie auch nicht unbedingt in den Regal stehen haben und dann besprühen. Deshalb irgendwo draufstellen. Oder zum Beispiel hier habe ich so eine Betonschale, eigentlich für Wabikusa, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Und da ist auch der Vorteil, ich fülle dann einfach hier Wasser ein. Ich stelle das dann für eine halbe Stunde wohin, warte ein bisschen, dann hole ich das Kokedama raus, lasse es ein bisschen abtropfen, schütte das Wasser weg und stelle es wieder rein. Dann ist es noch ein bisschen feucht, manchmal steht noch ein bisschen Wasser, das ist aber nicht schlimm und so ist es relativ einfach, das zu pflegen. So, die eine Pflanze hängt jetzt ein bisschen, die werde ich jetzt gleich wässern, damit das Ganze auch feucht ist und dann irgendwo hinstellen, wo mehr oder weniger Sonne ist. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Pflanze. Manche brauchen mehr Sonne, manche weniger. Da müsst ihr euch am besten informieren, was so eine Pflanze da einsetzt. Ich habe es meistens so halbschattig stehen, wo halt noch Licht hinkommt, aber wo keine grelle Sonne ist, weil sonst trocknet das auch ziemlich schnell aus. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch so Kokedamas gefallen, ob ihr das kennt, ob ihr das erste Mal seht und ob ihr das nachmachen werdet. Und hier kommt jetzt so ein Video, wo ich ein Moosbild baue mit Moos, was man gar nicht pflegen muss, was auch noch über ein Jahr jetzt noch immer gut aussieht.